Ich war die letzten Wochen tatsächlich aufgeregter als heute am Tag selbst. Heute früh ging es sehr, sehr früh los. Also ich war vielleicht auch noch zu müde, um aufgeregt zu sein. Aber es ist am Ende des Tages ist es halt ein Drehtag, den man schon tausendfach so oder so ähnlich erlebt hat. Und da weiß man, was zu tun ist. Jetzt ist natürlich ein neues Team, man muss die Namen kennenlernen und so. Aber irgendwie fühlt sich erstaunlich normal an. Also hier hat mich, muss ich ganz ehrlich sagen, von Anfang an und absolut zu 100% das Buch überzeugt. Wir haben eine Figurenbibel bekommen, sozusagen vorab schon, bevor wir das Buch überhaupt lesen durften, die unsere Figuren wirklich auf eine unfassbar präzise Art und Weise beschrieben hat, die ich so noch nie erlebt habe. Weil eigentlich schreibt man sich, oder schreibe ich mir immer die Background-Story zu der Figur selber, ja, weil das eigentlich immer fehlt. Ja, man hat nie die Zeit oder die Leute machen sich da keinen Kopf drum. Und hier war das so genau und so präzise beschrieben und da habe ich eigentlich schon gedacht, wow. Und dann kam irgendwann das Buch und ich bin absolut Fan von Henrik Kaltzemann jetzt und ich hoffe, der schreibt alle unsere Tatorte. Das möchte ich hier verewigen, weil wenn er nicht schreibt, dann steige ich aus. Also im besten Sinne ein Heimspiel. Also ich glaube, ich wohne zum ersten Mal in Saarbrücken in einem Hotel, was total absurd ist, weil ja, es ist so, man kennt alle Ecken, man trifft Freunde so. Und ist jetzt aber in einem ganz anderen Kontext, in einem Arbeitskontext hier. Aber das ist schön. Also ich liebe diese Figur, mochte ich eigentlich von Anfang an, also als ich das Buch gelesen habe, weil das eine, finde ich, vor allem bei den Kommissaren, eine sehr, der ist so ein bisschen auch gleichzusetzen mit einem Psychologen. Ich sehe das. Also ich sehe ihn sehr mit einem unfassbar analytischen Hirn, sage ich jetzt mal. Und Leo hat eine sehr gute Beobachtungsgabe und kann die Menschen sehr genau lesen und scannen und dann seine Schlüsse daraus ziehen, die eventuell gar nicht im ersten Moment dann sozusagen preisgegeben werden, sondern nach einigen Tagen oder Momenten, ja. Und ich finde, dieses Puzzle, was er dann aus diesen Menschen baut, ist eine sehr besondere Eigenschaft, die wahnsinnig viel Spaß bringt zu spielen. Das ist eben nicht so, das ist das Gegenteil von Adam, ja, der eher impulsiv ist und so. Und Leo ist eher mehr introvertiert, aber mit so einem ganz scharfen, genauen Blick. Heute früh schrieb mir eine Klassenkameradin, mit der ich 13 Jahre zur Schule gegangen bin, dass sie im Radio erfahren hätte, ja, dass ich mich gerade im Saarland aufhalte und fügte dazu, dass sie nie gedacht hätte, dass man meinen aktuellen Aufenthaltsort im Radio erfährt, ohne dass ich ein gesuchter Verbrecher sei. Jetzt hat sich der Spieß umgedreht und ich suche den Verbrecher.